Asizio, ein Städtchen von ca. 84.000 Einwohnern, mitten in der norditalienischen Lombardei. Hierhin hatte es uns gestern verschlagen. Das Zentrum war schon sehr sehenswert, die Menschen außerordentlich freundlich und das Essen am gestrigen Abend, na, einfach super. Jetzt, am frühen Morgen, soll es weitergehen in Richtung Süden, wie gehabt. Einen durchgehenden Fernradweg gibt es hier nicht. Unsere Route ist mehr ein Flickwerk aus Feldwegen, Nebenstraßen, aber auch Hauptstraßen, wo es nicht zu vermeiden war. Na, da sind wir mal gespannt, was uns hier in der tiefsten italienischen Provinz so erwartet. Wenigstens haben wir heute mal plattes Terrain vor uns und die Sonne lacht uns auch wieder an. Na, da kann ja wohl nichts mehr schief gehen, oder? Vielen Dank. Sehr gerne. Kein Problem. Wir stehen draußen vor der Unterkunft, wo wir die Nacht verbracht haben. Wir sind fertig mit Frühstücken. War alles gut. Gab schön viel Kaffee. Kaffee. Und wir starten jetzt in den Tag. Es geht weiter nach Süden, fahren westlich an Mailand vorbei, Richtung Genua weiter runter. Mhm. Es wird wieder sehr heiß werden. Hoffen wir, dass alles gut gelingt. Ne? Ja. Okay. Starten wir denn da? Starten wir. So. Ich denke, wir sind aus der Stadt raus. Im Augenblick geht es schnurstrack nach Süden. Schöne Allee hier. Im Augenblick, das ist ja nicht überall so. In Genua gibt es ja keinen durchgehenden Radweg. Man muss auf die Straßen halt. So, es geht. Wir sind aus der Stadt jetzt endgültig raus. War starker Verkehr. Hier ist mindestens ein Radweg neben der Bundesstraße. Da kommt man wenigstens ein bisschen voran. 7 Kilometer haben wir. Okay. Wir sind hier in Busto Garolfo. Ein Provinznest. Wie es im Buche steht. Hier ist auch kein Tourismus. Ah. Hier ist tiefste Provinz. Ja, hier ist Kicks. Wir passieren gerade die Weltmetropole Furato. Furato. Und wieder ein Provinznest. Casone. Casone heißt das hier. Dürfte nicht sehr groß sein. So.
Wir machen mal unsere erste Trinkpause. 18 Kilometer haben wir. Ist schon ganz gut. Sind eigentlich relativ gut vorangekommen. Noch keine Berge bis jetzt. Wir satteln auf und hier geht es jetzt weiter. Wieder geht es hier durch eine Provinzstadt. Scheint hier Stadtmitte zu sein, ne? Die Stadt, in der wir eben durchgekommen sind, hieß Magenta. Magenta. So, wir sind hier durch den Ort gekommen, war viel Verkehr. Aber hier scheint es jetzt ruhiger zu werden. Es geht ja am Kanal vorbei, dran lang. Dann gucken wir mal. Sieht nicht schlecht aus. Geht das jetzt eine ganze Weile da lang? Ja. Das ist. Ja. Sieht nicht schlecht aus, ne? Ja. Ja. Hoffen wir das Beste. Bitte. Oh. Wie dieser Ort jetzt heißt, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich nichts Großes. So, wir trinken hier was. Vielleicht einen Kaffee, einen Sprudel. Die Hälfte haben wir in etwa. Wir machen gleich noch ein bisschen Pause. Na Albert, wie schmeckt dein Riesenkaffee?
Ja, der macht es, der bringt es. Da fliegen wir gleich nur so dahin. Aha. Ganz ungewohnt. Prost. Prost. So, wir starten. Wir haben zwei belegte Brötchen und zwei Scheiben Butter dabei gegessen. Zwei Mineralwasser und einen kleinen Kaffee. Und wir sind mit unter 9 Euro davon gekommen. Das ist günstig. Hätten wir in Deutschland auch bezahlt. Sehr schön. Wäre gut. Noch mehr sogar vielleicht. Gut. Der Vorteil einer Provinz. Gut, wir fahren jetzt weiter. So, es geht weiter an einen Kanal vorbei, dran lang. Bisher sind wir gut vorangekommen. Ich hoffe, es bleibt so. Es sieht so aus. Ja, habe ich auch schon. So ein dickes. Ja, habe ich auch schon gehabt heute. Heute nicht, die Tage, letzten Tage mal. Da muss man immer mit rechnen. Ja, aber ich krieg halt immer dicke Posteln. Ja, die gehen auch wieder weg. Kilometer weit am Kanal entlang. Aber hier haben wir ein schattiges Plätzchen. Grund, ein Foto zu machen. Ja, ist schwül. Wir haben noch 28 Kilometer, 27. Ja. Man sieht, hier hat es in den letzten Wochen stark geregnet. Das habe ich auch gelesen. Der Ritter macht ein Foto. Ja, so grün sieht es wahrscheinlich nicht jedes Jahr hier aus. So, und hier haben wir Kiwi-Bäume. Das, was wir bei uns nicht haben. Da muss auch Brigitte ein Bild machen. Nach langer Zeit hier am Kanal mal wieder ein Dorf. Aber zunächst hier ein runtergekommener Bauernhof oder was das hier sein soll. Thank you.
Wir ziehen weiter. Also wir haben Pause gemacht in Bereguado. Ich habe es gerade am Ausgangsschild gelesen. Bereguado. Da hinten in der Ferne kann man schon die Ausläufer der Apenninen erkennen. Aber das wird man auf Video noch nicht sehen, erkennen können. Ein Ding in der Lore. Ja. Vorhin mussten wir gerade über eine Pontonbrücke mit Hölzern belegt. Klapperig. Ja. Ja. Aber sie hielt. Santa Biago heißt dieser Ort. Santa Biago. Im nächsten Ort haben wir unser Quartier. Ging gut berghoch gerade. Ja. Ja. Immer hoch. Morgen noch mehr hoch. Hm? 3,9. Das zieht sich wieder in die Länge. Irgendwas stimmt nicht. Wir sind in Galasco. Hier werden wir übernachten. Hier haben wir gebucht. Morgen geht es dann weiter Richtung Genua. Aber Genua werden wir morgen wahrscheinlich auch noch nicht erreichen. Eine Zwischenstation wohl noch. Dann sind wir am Mittelmeer. So, wir haben hier eingesteckt. Klamotten gewaschen. Weil es noch relativ früh ist, gehen wir noch ein Eis essen. Das können wir bei der Hitze hoch vertragen. Ist sehr heiß. Unheimlich heiß heute. Das Radeln hat gut geklappt. Wir sind gut vorangekommen. Keine Hügel heute. Nee. War mal ganz gut. Heute war alles flach. Können wir entspannt den Abend einleiten. Hier vorne muss eine Eisdiele sein. Da holen wir jetzt hin. Boah, heute haben wir mal so richtig Bock auf Eis. Mal sehen, was hier gibt. Die schmecken. Lecker. Absolute Spitzenklasse. Richtig gut, ja. Richtig gut. Also das Eis war absolute Spitzenklasse. Ja. Wenn die Italiener was können, dann ist es Eis machen. Ganz genau. Ja. Das war klasse. Das wird auch noch nicht unser letztes gewesen sein. Nee, ganz bestimmt nicht. Ja, wir gehen jetzt zum Hotel zurück. Wir müssen noch ein bisschen ruhen, morgen wird es härter. Ja. Und etwas länger noch. Sehen wir weiter. Wieso filmst du dein Zimmer? Was ist denn das Schönes? So, unser Domizil, klein, aber fein. Nein, naja. Was haben wir bezahlt? 65? Ja. 65 mit Frühstück. Kann man nichts zu sagen. Ist okay. Ja, wir läuten jetzt den Abend ein. Legen uns frühzeitig schlafen. Ja. Damit wir morgen etwas eher aufstehen. Weil die Strecke ist etwas länger morgen.
Mhm. Ne, über 70. Ja. Und das geht auch ein bisschen auch, ja, den Apennin. Den Apennin, ja. Ja, den, ja. Jetzt sind schon ein bisschen hoch. Und übermorgen dann ganz drüber weg, denn dann Genua wieder runter. Ja. Und Genua Ost, da versuchen wir einen Campingplatz zu bekommen. Da gibt es mehrere. Wir fahren der Küste. Und da wird es auch schön. Die Gegend wird schön da. Schön spannend. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Ich sag dann schon mal bis morgen. Schlaft alle gut. Bis dann. Gute Nacht. Ein lockerer Radeltag neigt sich seinem Ende zu. Nach knapp 80 Kilometern hatten wir das Städtchen Galasco erreicht, um dort zu übernachten. Eine schicke kleine Ortschaft von ca. 10.000 Einwohnern, gelegen ca. 37 Kilometer südwestlich von Mailand, also mitten in der norditalienischen Lombardei. Die zurückgelegte Strecke war überwiegend flach und wir konnten zügig und relativ leicht die Kilometer herunterreißen. Nicht einmal starken Gegenwind gab es an diesem Tag, wie es hier zumeist in der flachen Ebene üblich ist. Auch die Wege waren gut zu befahren. Hoffen wir, dass es so bleibt. Morgen geht es erstmal so weiter. Viel Weitblick, wenig Berge, bis wir dann den Apennin erreichen. Was dann kommt, wir werden sehen.